Die hat gesagt, herzlich willkommen. Ja. Sekunde. Alles noch eine Sekunde. Was ist dein Akku? Okay, wunderbar. Herzlich willkommen nochmal. Danke, dass ihr heute hier seid. Mein Name ist Volker Ahn. Ich bin einer der Sprecher der Hessischen Landesarbeitsgemeinschaft Tiere der Linken. Könnt ihr alle gut verstehen? Kannst du lauter machen, auch wenn alles okay ist. An meiner Seite weitere Mitglieder der Hessischen Landesarbeitsgemeinschaft Tiere sowie weitere Personen aus dem Sprecherinnenkreis. Tim Abraham. Die Dame hier zu meiner Linken, Juristin und Tierschutzreferentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Linken Landtagsfraktion aus Wiesbaden. Außerdem Ingo von Seemen, der freundliche Herr hier zu meiner Rechten, der Stadtverordnete aus der hessischen Landeshauptstadt und ebenfalls Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Tiere. Die hessische Landesarbeitsgemeinschaft Tiere der Linken ist heute Veranstalterin. Wir haben uns dafür entschieden, hier in Fuchstadt Flagge zu zeigen, weil wir nicht hinnehmen wollen, was auf dem Rücken Unschuldiger ausgetragen wird, indem mit Tierleid Geschäfte gemacht werden. Daher sagen wir, kein Shark City, nicht in Fuchstadt und auch sonst nirgendwo. Haie gehören ins Meer und nicht in Aquarien. Immer wenn ihr dieses Geräusch hört, aber dann zeigt euren Unmut, so wie jetzt, mit uns und erhebt eure Stimme für die leidtragenden Tiere. Die Hessische Landesarbeitsgemeinschaft Tiere freut sich über den Zuspruch. Wir arbeiten mit allen Verbänden und Organisationen zusammen, die gegen das Unrecht eintreten und für ein zukünftiges Tierrecht kämpfen, dass nämlich Tiere ein selbstbestimmtes Leben führen dürfen und nicht von wenigen profitgierigen Leuten ausgebeutet werden sollen. Wir wollen heute Seite an Seite stehen und gemeinsam dafür eintreten. Hinter uns steht das alte Rathaus, wo in Kürze die Stadtverordneten von Fuchstadt eintreten werden. Ich habe mir gerade sagen lassen, die kommen erst um 19 Uhr, ich dachte 18 Uhr, aber um 19 Uhr beginnt die Sitzung. Ich schätze mal, ab 6:30 werden die Stadtverordneten kommen. Sie haben bereits den Entschluss gefasst, ein Hai-Observatorium errichten zu lassen, und zwar das größte Europas. Das ist eine Schande für Tierschützer in ganz Europa und wir werden das nicht einfach so hinnehmen. Kein Shark City, nicht in Fuchstadt oder auch sonst nirgendwo. Haie gehören ins Meer und nicht in Aquarien. Von Fuchstadt hier ankommen, bitte ich darum, diese nicht persönlich zu beleidigen. Wir wissen ja nicht, wie sie beeinflusst worden sind, welche Informationen sie erhalten und warum sie sich gegen die Freiheit der Tiere in aller Deutlichkeit ausgesprochen haben. Natürlich bedeutet das andererseits nicht, dass wir hier für die Haie sprechen, unserem Unmut über deren Entscheidungen nicht freien Lauf lassen sollen. Gemeinsam setzen wir heute erneut ein Zeichen, um das Gesicht von Moral unserer Gesellschaft zu wahren, wenn andere dazu nicht in der Lage sind. Ein Hai im Aquarium ist wie ein Vogel im Käfig und das ist Tierquälerei und nichts anderes. Europas größte Anlage mit einem Hai-Aquarium, wie es für Shark City geplant ist, ist reine Geldmacherei. Es ist und bleibt Tierquälerei und ist längst nicht mehr zeitgemäß.
groß ein Aquarium ist. Niemals kann es den natürlichen Lebensraum von Haien ersetzen. Darum fordern wir, kein Shark City, nicht in Funkstadt und auch sonst nirgendwo. Haie gehören ins Meer und nicht in Aquarien. Die erzwungene Haltung solcher Tiere in sehr begrenzten Wasserbassern verursacht nicht nur Verhaltensstörungen, sondern auch sozial bedingten Stress. Regelmäßig führen Infektionen und zu hohe Belastung zu einem frühen Tod der Haie, sowie auch ihr Transport über lange Strecken nicht selten tödlich endet. Eine Lebenserwartung von 3 bis 4 Jahren in einem Aquarium steht eine Lebenserwartung je nach Art von 50 bis 70 Jahren im Ozean gegenüber. Ein Hai-Observatorium muss nicht sein. Die vielen Gründe aus Sicht der leidtragenden Tiere sprechen für Alternativen, wie beispielsweise 3D-Animationen, die für die Besucher ein noch viel größeres Erlebnis mit sich bringen. Aber dafür scheint man hier in Funkstadt blind zu sein. Die Tiere, die man hier einsperren will, wurden nicht gefragt. Es ist in keinem verständlichen Sinne zeitgemäß, lebende Tiere in dieser Form, wie es für Shark City angedacht ist, zur Schau zu stellen. Können wir mal gerade ein bisschen leise sein da an der Seite? Vielen Dank. Wir hoffen auf viele weitere Protestaktionen gegen diese Tierquälerei, die noch folgen werden. Funkstadt soll nicht zur Ruhe kommen. Das sind wir dem Irrsinn, Großhaie auf engstem Raum einzusperren, schuldig. Kein Shark City, nicht in Funkstadt oder sonst nirgendwo. Haie gehören ins Meer und nicht in Aquarien. Haie gehören in die. Haie gehören in die. Haie gehören in die. Haie. 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 Danke. Aus reiner Profitgier werden hier in Funkstadt Tatsachen geschaffen, die nichts als Tierausbeutung zur Grundlage haben. Wir betrachten uns als Fürsprecher der ausgebeuteten Mitlebewesen und das gibt uns das Recht, heute zu demonstrieren. Denn Tiere können nicht ihr Recht auf ein eigenbestimmtes Leben selbst nicht einfordern. Überall in der Welt werden Wildtiere aus den Zirkussen verbannt, aber wenn es um Haie geht, die in den Weltmeeren beheimatet sind, schauen die Verantwortlichen weg. Das, liebe Anwesende, ist absolut unverantwortlich von denen, die hier in Funkstadt das politische Sagen haben. Die Forderung, im Interesse der Haie sofort umzudenken, ist für uns unverhandelbar. Wir treten für die Moral ein, die Tiere mit einbezieht. Ein noch so großes Observatorium kann niemals den natürlichen Lebensraum ersetzen. Es sind ebenso Tiere und sie leiden, wenn sie eingesperrt wären. Vermutlich nicht viel anders als Säugetiere. Viele Haiarten sind lebendgebärend. Allesamt sind es Wirbeltiere, so wie Menschen Wirbeltiere sind. Haie erreichen zum Teil erst mit 30 Jahren die Geschlechtsreife. Einige Arten bringen dann nur alle 2 Jahre einige wenige Junge zur Welt, haben somit nur eine langsame Reproduktionsrate. Sie in Wassergefängnisse einzusperren, ist eine wahre Schande. Darum, kein Shark City, nicht in Funkstadt und auch sonst nirgendwo. Haie gehören ins Meer und nicht in Aquarien. Kannst du meine Kamera neu aktivieren?